Hallo, heute zeige ich euch, wie ich mir einen Tonadapter selbst gebaut habe, da ich zu geizig bin, mir einen zu kaufen. Der Tonadapter soll in meine Skibindung passen und oben soll mein Skischuh befestigt werden. Das Ganze habe ich zuerst mit CAD geplant. Die gelben Teile werde ich 3D drucken. Die weißen Profile habe ich mir von einem kaputten Pavillon gestohlen. Der Adapter soll einen Bügel haben, mit dem man die Trittsteigung einstellen kann, damit es angenehmer ist, den Berg hochzulaufen. Theoretisch, wenn man kein Idiot wäre und deswegen keine Teile doppelt drücken müsste, wäre man nach ca. 27 Stunden Druckzeit fertig. Das Ganze ist aus PETG gedruckt. Ich denke, zum Drucken muss ich nichts mehr sagen. Entweder ihr habt selbst einen 3D-Drucker und wisst, was zu tun ist, oder ihr habt keinen und euch ist eh nicht mehr zu helfen. Dann müssen natürlich noch die Aluprofile auf die richtige Länge zugeschnitten werden. Je nach Skischuhsohlenlänge variiert die Länge des Aluprofils. Auch die M6 Gewindestangen, mit denen alles zusammengeschraubt werden soll, müssen auf die richtige Länge von 85 mm zugeschnitten werden. Damit es keinen Ärger von Mama gibt, werden die Schnittkanten selbstverständlich abgeschliffen. Damit das Aluprofil sich beim Zusammenschrauben nicht verbiegt, habe ich Stopfen gedruckt, die den Hohlraum ausfüllen, natürlich alle mit den passenden Löchern. Dann kann man auch schon anfangen, das Ganze zusammenzubauen. Klemmt alles etwas, aber das gehört natürlich alles so. Scheint auch erstmal zu heben. Um die Löcher an der richtigen Stelle zu bohren, habe ich mir Bohrschablonen gedruckt, die auf das Aluprofil aufgesteckt werden können. Der Rest wird natürlich auch zusammengebaut und dann getestet. Scheint alles zu passen. Nun muss nur noch getestet werden, ob der Adapter auch den Belastungen beim Laufen standhält. Wenn der Adapter hält, werde ich auch den zweiten bauen, vielleicht mit der ein oder anderen Verbesserung. Also bleibt gespannt. Die STL-Daten findet ihr selbstverständlich auf Thingiverse, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Wenn jemand den Adapter weiterentwickeln möchte, freue ich mich. Dann kann ich mir den Scheiß sparen. Ein großes Danke an meine Schwester für das Einsprechen des Textes.